So, hallo, hier ist der Kai. Ich habe hier so ein Blutdruckmessgerät und mir ist jetzt aufgefallen, dass die ganzen Bewertungen von, die hier drin sind, von längerer Zeit sind. Also hier ist 2014, 2015, aber weiter drüber geht hier nichts in den oberen Reihen. Wie sieht es jetzt aus mit den aktuellen? Hier ist Dezember 16, da fängt es nämlich schon an. Da werden die Bewertungen etwas besser. Es geht jetzt nicht darum, die Bewertung irgendwie zu schönigen, sondern nur auf ein paar Sachen einzugehen. Und zwar wurde hier sehr viel gesagt über die Verbindung mit Bluetooth, die Verbindung am Rechner, die Programme oder die Apps, die relativ kompliziert wären. Ich kann die Erfahrung so nicht teilen. Ich habe das Teil jetzt seit circa 3 Wochen in Benutzung. Ich habe einen leicht erhöhten Blutdruck. Hab den dann morgens und abends kontrolliert und kam eigentlich von Anfang an zurecht mit diesem Teil. Man hat hier, wie gesagt, diese Box. Und da ist drin einmal ein dicker Schinken Gebrauchsanweisung. Das sind natürlich mehrere Sprachen. Dann habe ich gleich noch hier so einen Quick Start und eine super Tasche, wo das ganze Gerät reinpasst. Dann habe ich hier meine Armmanschette. Und hier auf der Rückseite zum Einklicken so ein Teil, wo ich das Ganze relativ gut verstauen kann. Ich wickel das immer so zusammen und dann kann man das hier reindrücken. Manchmal geht hier das Teil mit oben ab, ist aber jetzt auch nicht weiter störend. Ich mache es jetzt mal bei der Benutzung ab. Das lege ich auf die Seite. So, erstens mal der Anschluss ist hier an der Seite relativ sicher drin. Das ist ein langer Gummianschluss. Wenn man den ganz reindrückt, sitzt der rutscht nicht raus. Man hat auch nicht Angst, dass er irgendwie abbricht. Habe ich jetzt jedenfalls nicht das Gefühl. Was gut ist, durch das einfache Rausen reinziehen, kann ich das dann nach dem Anlegen auch nochmal entwickeln, weil das sollte ja gegeben sein. Es wurde auch gesagt, die Länge ist nicht ausreichend. Dadurch, dass dieses Messergebnis ja auch durch längeren Schlauch beeinträchtigt wird, ist die Länge für mich absolut ausreichend. Man kann sich hinlegen, kann das Teil auf die Couch stellen oder auch auf den Tisch. Man kann das gut ablesen, wenn man von oben drauf guckt. Wenn man schräg kommt, sieht man das nicht mehr ganz so gut. Ist für mich aber auch nicht maßgeblich, weil ich ja die ganzen Daten dann auf mein Telefon übertragen kann. Die Manschette her ist gewöhnungsbedürftig. Ich habe jetzt noch keine anderen verglichen, aber ich habe jetzt beim Anlegen keine Probleme. Wenn man das ein bisschen geübt hat. Also wie gesagt, ich gucke jetzt, dass das Teil hier, das Kabel immer in der Mitte ist. Dann ziehe ich das leicht an, rutsche mir das nochmal gerade, ziehe das fest, da verrutscht auch nichts, dann hält die Manschette hier an meinem Oberarm und das Kabel kann ich hier auf die Seite reinführen und dann habe ich das ganze Gerät. Ich drehe es jetzt mal seitlich, dass man was sieht, vielleicht sollte ich es vielleicht besser etwas hochlegen, das kann man natürlich auch machen. So, da benutze ich mal die Maus. Und wenn wir jetzt gleich anfangen, kann ich das Gerät mal starten. Ich drücke hier auf diesen großen Knopf. Ich kann es ja auch anheben. Dann sehe ich sofort, dass es anfängt zu pumpen. Oben habe ich meine Anzeige, Uhrzeit, Datum, Batteriestatus. Und jetzt pumpt er hier diese Manschette auf. Ich darf normalerweise nicht reden. Ich habe mich jetzt auch zu viel bewegt. Mein Puls und auch mein Blutdruck wird jetzt wahrscheinlich im oberen Bereich sein. Aber das ist jetzt für die Messung und die Bewertung nicht ganz so tragisch. Ich habe hier unten auch noch diesen Ruheindikator. Da sieht man gleich, entweder leuchtet der grün, wie jetzt, sieht man, der leuchtet grün. Und wie gesagt, das ist jetzt alles relativ hoch. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, wenn man das sieht, Menü 1, also Memory 1 und Memory 2 zu wählen. Im Endeffekt sind wir jetzt hier angelangt, dass ich mir jetzt eigentlich nur überlegen muss, was mache ich. Ich habe jetzt Bluetooth aktiviert. Das heißt, sobald ich jetzt mein Telefon nehme, jetzt zeige ich das mal kurz, sobald ich das mein, na, wo ist das? Telefon nehme, habe ich hier meine Oberfläche von denen. Da will ich jetzt auch bleiben, jetzt wird es ein bisschen interessant. So, wenn ich jetzt hier auf
Menüfunktion 1 bin und drücke einmal diesen Knopf, leuchtet hier oben mein Bluetooth-Symbol und hier steht, Datentransfer wird gestartet. Und jetzt 5 Sekunden später habe ich diese gemessenen Daten auf der Memory-Funktion von meinem Telefon. Hier sieht man es. Und hier habe ich jetzt auch noch die Möglichkeit, die Werte an der Skala abzulesen oder wann ich die einzelnen Messungen vorgenommen habe. Kann ich hier gucken, hoch und runter blättern, Datum, Uhrzeit, sehe ich alles. Das Bluetooth muss an sein, das kann ich aber auch jedes Mal wieder ausmachen. Das ist überhaupt kein Problem. Nachdem der das dann auf das Handy übertragen hat, schaltet er sich automatisch aus. Wenn ich nochmal drauf gedrückt hätte, nach dem Speichern, hätte ich ihn auch ausschalten können. Wenn ich das Bluetooth nicht aktiviert habe, speichert er das im internen Speicher und ich kann es dann nachträglich auf dem PC übertragen. Also ich muss auch nicht dieses Smartphone benutzen, ich kann die ganzen Sachen speichern. Speichern kann ich einmal M1, M2, also hier können zwei Personen gleichzeitig dann die Daten speichern. So, jetzt mache ich mal kurze Unterbrechung und habe hier das mitgelieferte Kabel. Da kann ich das Ganze aufladen. Ich habe das jetzt 2 Wochen lang in Betrieb und habe es noch nicht einmal aufgeladen. Aber wenn ich es an den Computer anschließe, was ich in der Zeit schon gemacht habe, wird es natürlich geladen. Das habe ich natürlich nur wegen dem Datentransfer gemacht. Da haben wir an der Seite hier diesen Anschluss. Den klacke ich auch auf, mache hier mein Kabel rein. Und das Weitere sehen wir jetzt am PC, weil ich jetzt das Programm nochmal zeige. So, ich habe jetzt den Beurer angeschlossen und kriegt dann auch sofort, ich kann es jetzt nochmal machen, ich trenne den jetzt nochmal und stecke ihn nochmal ein, die Information, dass ich hier am PC bin, da steht auch dann PC und gleichzeitig lädt es hier wieder meine Batterie auf, dann geht das Display aus und ich habe auch hier eine Information bekommen durch ein Ding-Dong, dass hier ein USB-Gerät eingesteckt ist, das müsste jetzt auch hier unten drauf sein. So, jetzt kann ich hier oben auf diesen Datentransfer, ich weiß nicht, ob man es mit der Maus sieht. So, vielleicht noch ein bisschen ranzoomen. So, wo sind wir? Hier oben rechts habe ich einen Klick auf diesen Datentransfer. Und dann zeigt er mir hier an, was für ein Gerät. Das habe ich vorher, das BM851, Benutzerspeicher am Gerät. Jetzt klicke ich hier drauf. Jetzt wird ein automatisches Update auch noch ausgeführt, das ist natürlich klasse. Ah ja, naja, machen wir mal ein automatisches Update. Wurde erfolgreich aktualisiert, um die Daten zu übertragen, verbinden Sie das Gerät bitte erneut. Machen wir mal. Also jetzt sieht man, dass Beurer auch was für die Aktualisierung macht. Erneut. So, jetzt gucken wir, probieren es nochmal. Zack. So, ah ja, die Daten werden übertragen. Jetzt habe ich hier mein Balken und übertrage ganz ohne Probleme. Jetzt habe ich hier einmal die Sache von mir und dann einen nicht vorhandenen. Das war auf diesem Memory 2. Und so kann ich die ganzen Daten, ich kann dann halt auch sagen, ich will den Memory-Speicher 2 zum Beispiel auf dem Gerät lassen, weil ich ihn vielleicht auf dem Bluetooth abspeichere und nur den Einser. Also ich kann entweder zwei Personen oder mich zweimal da abspeichern, das ist überhaupt kein Problem. So, und jetzt hat er im Endeffekt hier die Daten übernommen. Der aktuellste ist dann hier jetzt heute der 14.12. Und dann kann ich jetzt hier noch Analysen machen. Ja? Da gibt es dann noch hier hoch, normal, Stufe 2, Stufe 1, 10 Messwerte. Zwei Messwerte, ich habe hier eine Analyse, wie er im Schnitt ist. Ich kann hier nochmal die einzelnen Daten mir abrufen. Dann auch mit dem Ruheindikator. Wenn der schlecht war, habe ich hier ein Ausrufezeichen. Ich kann hier die Sache an hier oben ist ein, hier ist an Excel. An eine Excel-Export kann ich den machen, wenn ich hier draufklicke. Ja, dann exportiert er mir die ganzen Dateien. Hier kann ich dann auswählen. Und kann das in der Excel-Tabelle machen. Also ich habe hier unheimlich viele Möglichkeiten. So, ich muss dazu sagen, ich war auch etwas skeptisch bezüglich dieser Geräte, die man zu Hause benutzen kann. Ich war nochmal in einer Apotheke vor Ort und habe mich ein bisschen informiert bezüglich der Tatsache, ob die denn so genau sind. Im Endeffekt hat der Apotheker mir Geräte angeboten, die die Hälfte kosten.
Also da hat es dann angefangen bei 35 €. So Geräte für 140 € gab es in der Apotheke gar nicht. Wobei ich dazu sagen muss, die Geräte, die ich angeboten bekommen habe, haben auch diese ganzen Funktionen wie Bluetooth-Übertragung, dieses Programm, wo man das sich auf eine Excel-Tabelle kopieren kann, hatten die alle nicht. Es ist eine Erleichterung, wenn ich dann mit den ganzen Daten auch zum Arzt gehen kann, ausgedruckt. Ob man es jetzt braucht, ist die andere Frage. Aber von der Genauigkeit hat er mir gesagt, dass es im Grunde keinen Unterschied macht, dass die alle in der Regel eine nicht hundertprozentige Genauigkeit haben, aber schon nah da dran kommen. Also zur privaten Überprüfung sind die Geräte tauglich. Und das war für mich halt auch der Hintergrund, dass ich hier täglich ein bisschen überprüfen kann und die ganzen anderen Werte lasse ich mir dann vom Arzt nochmal bestätigen. Aber so kann ich hier diese ganzen negativen Punkte, die jetzt auch sich gesammelt haben, über 2 Jahre nicht nachvollziehen. Ich finde das Kabel ausreichend lang. Ich finde die Manschette auch komfortabel. Die kann man gut anlegen. Das stört nichts. Dann kann man sich das Ganze gut verstauen. Und die Apps, die eine App läuft flüssig. Ich kann das auch mit diesen anderen Beuerngeräten noch erweitern, mit der Waage oder was es da alles gibt, Diabetes, Zuckermessgerät. Das Computerprogramm habe ich vorgestellt, das läuft bei mir flüssig. Die Anmeldeaktion war auch sehr einfach. Ich habe hier einfach nur Name, E-Mail-Adresse, habe das dann bestätigt. Ich kann hier momentan nichts Negatives sehen. Der Preis ist mit 88 € für das Gerät auch sehr günstig, finde ich. Für 140 € muss man sich halt dann überlegen, dieser Stadtpreis oder die unverbindliche Preisempfehlung, wenn das mal wieder hochgehen sollte, ob sich das lohnt. Aber bis jetzt bin ich zufrieden. Wenn es irgendwelche Veränderungen gibt, werde ich einen Nachtrag schreiben. Danke fürs Zusehen.